Spektakulärer Vulkanausbruch auf Island. Lava fließt aus einem Riss in der Erde. Geröll wird hunderte Meter in die Luft geschleudert. Rauch steigt in den Himmel. Was Experten schon länger befürchtet haben, ist jetzt eingetroffen. Nach wochenlangem Brodeln und tausenden Erdbeben ist es auf der isländischen Halbinsel Reykjanes im Südwesten des Landes zu einem Vulkanausbruch gekommen. Laut isländischem Zivilschutz ist die Eruption heftiger als erwartet. Außerdem gibt es nicht einen einzelnen Vulkankegel, sondern einen an die 4 Kilometer langen Riss, aus dem bis zu 200 Kubikmeter Lava pro Sekunde strömt. Das sei mehr als bei früheren Vulkanausbrüchen in dieser Region Islands. Der Vulkan soll ca. 3 Kilometer nördlich des Fischerdorfs Grindavik ausgebrochen sein. Dort waren schon vor Wochen viele Straßen durch die Bewegungen unter der Erdoberfläche einfach aufgeplatzt. Die ca. 3700 Einwohner mussten ihre Häuser räumen, Touristenattraktionen wurden gesperrt. Ob die Infrastruktur von Grindavik durch den Vulkanausbruch in Gefahr ist, kann aktuell niemand sagen. Bisher fließt die Lava aber offenbar nicht in Richtung der Ortschaft und damit auch nicht in Richtung der Kraftwerke in dieser Region. Die Eruption des Vulkans kann nach Einschätzungen von Vulkanologen noch eine Woche bis 10 Tage andauern. Auswirkungen auf den Flugverkehr hat der Vulkanausbruch derzeit nicht. Island liegt zwischen der eurasischen und der nordamerikanischen Erdplatte, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Deshalb kommt es in der Region immer wieder zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.